Servus Performance Love Friends. So, von Car Lighting Nägele geht's jetzt ab zu Osram und dort bekommt der Victor auch wieder was vom Umbau. Das heißt, ich weiß selber noch nicht ganz genau, was alles gemacht wird. Deswegen auch für mich eine Überraschung hat es geheißen. Und deswegen schauen wir jetzt mal und fahren mal zu Osram. Ich bin jetzt hier in den Heiligen Hallen von Osram angekommen und muss sagen, ich hatte schon die erste Führung. Ist einfach mal ein Brett, muss man an der Stelle sagen. Also wirklich hier Chapeau Osram, ich ziehe den Hut, was da an Technik dahinter steht, an Know-how dahinter steckt. Man denkt als Normalo so, ja, Lampe, Scheinwerfer. Aber was da für Tests dahinter sind, Zertifizierungen und, war gerade wirklich hochinteressant. Und deswegen ist mein Victor hier auf jeden Fall in sauguter Hand. Und was machen wir jetzt am Victor? Es geht weiter mit den ganzen Umbauten. Und ich habe selber noch keine Ahnung, was man genau alles macht. Deswegen holen wir mal jemanden dazu, der es erklären kann. Und das ist der Steffen Fischer, bei uns einfach der Herr Fischer. Das hat alles mal auf der Essen Motor Show so angefangen. Aber nicht er selber, sondern das war der Sven von der Partyspielagenda. Liebe Grüße hier an der Stelle, Sven. Der Herr Fischer ist da auch da. Komm doch mal schön, Steffen, und erzähl mal, was wir bei uns jetzt genau hier am Fahrzeug machen. Genau, hallo zusammen. Der Gianni hat mich ja schon vorgestellt. Herzlich willkommen bei Osram. Jetzt klar, warum ist der Gianni hier mit seinem Victor? Er braucht ein gescheites Licht. Ja? Genau deswegen sind wir hier. Wir haben hier zwei verschiedene Ideen, wo wir angreifen. Das erste ist, der Victor hat Halogenscheinwerfer. Mit dem Licht, wo der Gianni selber sagt, da könnte man noch was machen. Absolut. Und da haben wir natürlich die Option, weil nämlich dieses Fahrzeug freigegeben ist für die Nightbreak LED. Das heißt, wir bauen dieses Fahrzeug jetzt völlig legal auf LED um. Ist nur eine Birne oder ist das der Scheinwerfer? Das ist nur die Lampe. Ach was. Oder die Birne. Okay. Genau. Krass. Ich kann es auch mal kurz aufmachen, das Paket. Ja. Wir bauen im Prinzip aus dem Fahrzeug nur die alte Scheinwerferlampe aus und bauen die Lampe hier in LED ein. Das ist alles. Ey, früher Scheinwerfer komplett umbauen müssen. Hast ein Schweinegeld dafür bezahlt, dass genau, das überhaupt genau möglich. Und jetzt mittlerweile ist halt noch so ein Teil. Genau, jetzt wechselst du das Leuchtmittel aus. Das Schöne ist, du musst nichts eintragen, sondern du hast eine allgemeine Betriebsgenehmigung. Die führst du mit und das war's. Das heißt, wir haben nicht nur die hier, sondern was haben wir noch? Wir haben gedacht, wir machen noch mal eins weiter. Wir knallen noch mal richtig was drauf. Ja? Einfach damit auch nachts im Wald richtig, richtig Licht da ist, haben wir gesagt, wir bauen dem Gianni noch eine Leitbar ein. Und zwar ein richtig schönes, legales Zusatzfernlicht. Ne? Bauen wir unten bei dem Fahrzeug in den Kühlergrill ein. Legales Zusatzfernlicht. Da müsst ihr eigentlich noch ein bisschen Geduld haben. Das machen wir jetzt nicht heute, das gibt dann die nächste Session. Absolut. Eine weitere Session. Absolut. Der Hintergrund ist auch der, wir gehen ab sofort zusammen auf Messen. Das heißt, weil es einfach mit der Chemie völlig passt bei uns. Also, ja. Absolut, gell? Absolut. Wir haben auch gesagt, wir machen das mit zwei anderen Firmen immer mal wieder zusammen, weil wir einfach gesagt haben, wir haben starke Marken, wenn die sich zusammenschließen, ist das immer von Vorteil. Das heißt, für euch von Vorteil, ihr habt eine größere Auswahl bei uns am Stand, für uns von Vorteil, wir sind auch mit den Kosten, da kann man ganz offen und ehrlich sprechen, ja, natürlich, genau, wir reduzieren auch unsere Standkosten, alles, weil wir das teilen. Und daher kommt dann auch die Zusammenarbeit, dass eben Osram mit einem Boden natürlich ausgestattet ist und nicht irgendein, sondern ein Performance Floor und ich nicht irgendwelche oder irgendwelche andere Marken bei mir verbaut habe, sondern ich stehe unter der Fahne Osram, ganz klar. Und deswegen, ich kann es kaum erwarten, dann auch das Ding zu verbauen. Und wir gehen in Zukunft nämlich auch auf die, wie heißt die, Allrad? Abenteuer und Allrad. Abenteuer und Allrad, in Bad Kissingen, das ist die größte Offroad-Messe. Und das hat der Victor natürlich ein bisschen Offroad. Der Victor kriegt ein richtiges Licht. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich nachts fahre, ich habe es nicht an, hat bisher immer der LKW gegenüber Lichttube gemacht und da war es blendet. Jetzt kann ich Lichttube zurückgeben. Du kannst richtig einen zurückgeben. Ja, das ist genau. Toll, das ist toll. Ich bin keine Nachteule, ich sehe nachts nichts, deswegen brauche ich Licht. So. Genau. Ich würde aber sagen, wir zünden jetzt erstmal die Stufe 1. Ja. Stufe 1 ist Umbau auf LED. Machen wir. Na? Gut, also. Hier sind wir am Victor. Wir haben schon mal ein bisschen vorbereitet, ein kleines bisschen. Bei dem Fahrzeug ist es zum Beispiel so, ich komme zum Lampenwechsel oben nicht ran. Das heißt, ich muss im Prinzip durch die Radkästen durch. Wir haben jetzt hier die Lampe, die wir umbauen.
bei dem Fahrzeug ist es so, der braucht noch einen mechanischen Installationsadapter, ja, damit die Lampe reinpasst. Den haben wir auch schon vorbereitet. Im Prinzip ist nur so, ich mache den Ring von der Lampe runter, mache diesen Adapter drauf. Ja, steht auch alles in der Anleitung drin. So, und jetzt ist im Prinzip das hier fertig für den Einbau. Ich habe jetzt hier den Sascha bei mir. Der wird den Einbau jetzt hier mir auf einer Seite vornehmen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen mal nur eine Seite um, damit ihr sehen könnt, den Unterschied vorher und nachher. Und dann danach bauen wir natürlich beide Seiten um. Das ist jetzt die Halogen mit dem alten Adapter. Mhm. Die ist jetzt praktisch einfach nur rausgezogen. Genau. Da ist so ein Deckel im Radkasten. Genau, und nur einmal kurz nach links drehen, ja. den Deckel im Radkasten nach oben schieben und dann kannst du die schon rausnehmen. Krass. Echt einfach nur krass. Gar kein Vergleich. Hier. Hammer. Ja, Performance of Friends, das nehmen wir ein Brett. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber dass es so extremer Unterschied ist. Ihr wisst ja, auf der Kamera wirkt es meistens immer ein bisschen schwächer, wie es in der Realität ist. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Wir haben jetzt hier komplett die LED drin, die richtig ballert. Im Vergleich zu da drüben. Das ist einfach nur gelbes, schwaches Licht und hier haben wir ein schönes, weißes, klares Licht. Einfach nur innerhalb von einer Minute umbaut. Als Laie vielleicht zwei. Ja. Aber auch ich habe das schon umbaut. Es ist kein Hexenwerk. Wenn ich es schaffe, ihr wisst, wenn ich das schaffe, schafft ihr das locker. Wir machen jetzt einfach mal schön nochmal ein kleines Video, vorher, nachher, dass ihr das schön sehen könnt. Und dann melden wir uns zurück mit Lampe 2. Bigger, bolder, faster. Der Herr Fischer, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt das Ding auf LED umgebaut. Ich denke, ihr habt alles schon gesehen, wie gut es kommt. Ja. Jetzt kriegt das Fahrzeug noch einen Aufkleber von uns. Und zwar, da steht im Prinzip nur Osram drauf und die Zulassungsnummer, dass es alles offiziell ist. Brauche ich einen Aufkleber, den klebe ich nur auf den Scheinwerfer drauf. Das ist im Prinzip, damit die Beamten wissen, was da drin ist. Ah, cool. Und somit ist das Fahrzeug jetzt offiziell von Osram gepimpt. Geil! Yes! Jetzt ist ganz offiziell, dass ich zur Familie gehöre, gell? Genau. Zur Osram-Familie. Das heißt, in der Polizeikontrolle habe ich gar kein Problem mehr. Hast du auch so nicht? Ja. Das ist optional zu verwenden. Okay. Das ist erleichtert und einfach, dass man gleich sehen kann, was ist drin. Perfekt. So, jetzt kommt noch das absolute i-Tüpfelchen. Normalerweise ist es so, bei jedem Lampenwechsel im Film, als Hersteller, dass man die Scheinwerfer einstellt. Genau das machen wir hier beim Victor auch noch kurz. Da merkt man halt, dass man mit Profis arbeitet. Okay, ich bin überzeugt davon, nicht nur weil wir zusammenarbeiten, sondern weil es einfach auch was kann. Jetzt bin ich aber nicht der Gianni, sondern ich bin der Thomas und ich habe das Video jetzt gesehen. Wie komme ich zu dieser Lampe? Wie läuft das ab? Die kriegst du inzwischen eigentlich überall. Also okay. Online. Typisch ist Amazon, ADPO-Teile, Kfz-Teile 24, so die gängigen Händler haben das Produkt auf jeden Fall immer im Portfolio. Ja. Ja. Wenn du dir selber nicht zutraust, gehst du in die Werkstatt, optimal eine freie Werkstatt. Ja. Jeder Großhändler hat die Lampen auch im Programm, das notwendige Zubehör. Okay. Das kommt natürlich noch der absolute Knaller. Du hast auf die Lampen 4 Jahre Garantie. Okay, klar. Wenn du sie aber in der Werkstatt einbauen lässt, hast du 5 Jahre. Okay. Ja? Das heißt, auch geil, gleich wieder ein Grund. Genau, ja, genau. Das kostet ja auch nicht viel. Da schmeißt halt mal einen 5er in die Kaffeekasse rein und gut ist. Genau, ja, genau. Also deswegen. Also relativ einfach. Einfach wie bei uns. Ja. Genau. Man kriegt es überall. Und vom Fahrzeugtyp her gebe ich das da mit ein, suche ich das gleich raus. Sind die universal? Oder? Nee, das ist ganz wichtig. Wir haben eine fahrzeugspezifische Zulassung. Ja? Eine generelle Zulassung für alle Fahrzeuge gibt es noch nicht. Okay. Ja? Das bringt die Norm noch nicht. Fahrzeugspezifisch. Wir haben jetzt ungefähr 150 Fahrzeuge auf der Liste. Ja. Es kommen monatlich mehr Fahrzeuge dazu. Okay. Warum sind es so wenige Fahrzeuge? Jedes Fahrzeug muss einzeln von uns geprüft werden und muss vom TÜV abgenommen werden. Okay. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Glaube ich. Glaube ich. Ich kenne das von unserer Zulassung noch vom Bode. Du musst ja auch Zulassung haben, gerade mit ESD-Böde, wo wir jetzt neu haben. Dann rauscht die Zulassung, dann Rutschfestigkeit etc. pp. Ja.
Wir sind jetzt dran, ganz interessante Sache, relativ neu, wirklich. Wir haben einige Klassiker ins Programm genommen. Okay. Überleg dir mal, Golf 1, Golf 2, VW Käfer, G-Klasse. Ja? Ja, mit den Lichtern. Solche Sachen, ja. Legal mit ja. LED. Ja. Es ist Wahnsinn. Ich habe schon ein paar Fahrzeuge jetzt ja. umgebaut. Ein Einzelgolf habe ich gestern umgebaut. Ja. Mega, sage ich dir. Hammer. Ja. Und apropos geil, an der Essen Motor Show gab es was. Das hat ist gelaufen bei euch, verrückt, hat mich verrückt gemacht, weil es einfach Leben rettet, ohne Ende. Und das kann ich euch nicht vorenthalten, das will ich euch nicht vorenthalten. Wir bringen es mal schön bei ihm an, oder? Und dann Viktor an. Genau, genau. Ja. Ich hol's mal kurz. Genau, hol's mal kurz. Ich hol's mega mal kurz, geil, ja? Mega cool. Ja, wir befinden uns hier in einer Art Ausstellung von Osram. Die haben das ganz neu gemacht. Auch hier natürlich mit Performance Floor im Osram-Style, schwarz-orange. Viele kennen den Bode vielleicht auch von euch. Der lag nämlich auf der Essen Motor Show. Und deswegen auch hier wieder die Kooperation. Und ich habe es auch zum ersten Mal gesehen. Ich finde es voll cool. Schnucklig, nicht zu übertrieben, nicht zu überladen. Man kommt hier echt rein und man kann ganz ruhig draufschauen und hat sofort Informationen. Also wer das Glück hat, hier mal vorbeikommen zu dürfen, lohnt sich. Lohnt sich. So, jetzt komme ich mal ins Bild. Das ist die sogenannte TA20. Das ist die erste in Deutschland zugelassene Warnleuchte. Ja? Zugelassen. Zugelassen. In der Straßenverkehrsordnung zugelassene. Ja? Ich schalte es jetzt mal kurz ein. Ich lasse es nicht down an. Ich gucke weg, weil... Geht mal davon an, ihr habt mit eurem Fahrzeug eine Panne. Ihr bleibt irgendwo stehen. Ihr macht die Leuchte aufs Dach und habt... eine wahnsinnige Sicherheit. Absolut. Ja. Absolut. Macht es einfach mal wieder aus. Also, die ist aufladbar, hat mehrere Stunden Betriebsdauer. Kann also auch im Pannenfall die ganze Nacht eingeschaltet ja, sein. Völlig oder auch irgendwo eine Ladung absichern. Ja. Kann ja auch mal sein, dass du einen Hänger stehen hast. Machst du eine Warnleuchte drauf, die ist magnetisch. Ja. Ich bin da jetzt auch mit dem Auto gefahren, auch Panne gehabt. Am Anfang war es toll, war es noch okay für mich. Habe eine SOS-Buch gefunden, wo ich dann doch noch rein konnte, aber dann ist dunkel geworden. So, und dann geht ja der Arsch auf Grundeis, wörtlich. Ja. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist so, wenn die LKWs so knapp an deinem Auto vorbeifahren und du da hinten stehst, du siehst nichts, hast gar nichts. Und deswegen, Essen Motor Show war für mich ein Grund zu sagen, ich brauche diese Lampe. Für mich, für meine Frau, das hat eigentlich jeder im Auto haben. Steffen, wo kriege ich die? Du kriegst eigentlich überall inzwischen online die ganz großen Autoteilehändler oder auch Amazon, eBay etc. Ja. Nicht gerade den Rode Flair TA20. Such einfach danach. Ich schreibe das auch in die Beschreibung rein vom Video, dass ihr die auch habt. Da packe ich dann auch gleich die LED mit rein, in dem Fall vom Viktor. Aber das macht ja nichts, wenn ihr den Typ habt, könnt ihr für euer Fahrzeug das raussuchen. Hey, war mega cool. War mega interessant bei euch, wie immer. Hat immer wieder passt, immer lustig. Hat mich auch wahnsinnig gefreut. Absolut. Ich meine, ist jetzt auch schon wieder 3 Monate her, gell? Ja, genau. Muss man einfach mal sagen, Essen Motor Show schon wieder 3 Monate her. Ja, genau. Deswegen, seid gespannt, es kommt noch mal was. Das heißt, wir tun ja dann noch mal die Bar einbauen, die LED-Bar. Mhm. Genau. Von dem her. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren und ihr wisst ja, alles andere ist eine bodenlose Frechheit, sei es der Boden oder sei es Osram. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja.